Mit deutlichen Worten und einer Online-Kampagne versucht Amsterdam, den exzessiven Partytourismus einzudämmen. Ins Visier geraten sind jüngere Wochenendurlauber aus Großbritannien, die übermäßig Alkohol- und Cannabisprodukte konsumieren. Das Vorgehen empfinden viele Touristen von der Insel, aber auch Amsterdamer Geschäftsleute als diskriminierend. Ich denke, auf dieser Straße halten die britischen Leute den Platz alive. They keep the ladies busy, they keep the bars busy, they keep all the businesses down here busy. So I would say we play a big part of the economy here, you know? And we're not the only nationality that comes down this street and causes problems. I mean, not everyone's the same. I know we've got a great reputation of British, but, you know, we've come out here, chilled, nice few days. So I think it's a bit discriminating. Wer online Suchbegriffe wie Junggesellenabschied und Amsterdam eingibt, wird auf Informations- und Aufklärungsseiten geleitet. Aber es gibt auch reale Maßnahmen. So wird ab Mitte Mai das öffentliche Rauchen von Joints in der Amsterdamer Altstadt verboten. Aber die Briten sind nicht die einzigen Buhmänner. Die Kampagne soll auch auf Besucher aus anderen europäischen Ländern und auf Einheimische ausgedehnt werden.